Servus. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Herzlich willkommen zu Spät am Spielkreis. Das ist der 25. Februar 2023. Herzlich willkommen zum Spät am Spielkreis. Am Samstagabend. Ist das richtig? Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Herzlich willkommen. Ich, am Samstagabend, wie immer, wie in gewohnter Manier. Am Samstagabend wird aus gutem Grund der Ligabetrieb die Weekend League wieder aufgenommen. So ist es richtig. Auf Deutsch, Wochenendliga. Der Ligabetrieb wird aufgenommen. Müssen wir gleich auf jeden Fall, hab heute wieder wenig Zeit für viele Spiele. Das muss unbedingt gemacht werden zwischen ein paar SBCs und so weiter und so fort. 18 Spiele noch verbleibend. Ich gucke ja sonst immer gerne drauf, was im Weltgeschehen so los ist oder was in der Welt geschehen ist. Heute, wie immer, in der letzten Zeit des Öfteren nicht, ne? Weil wir echt immer Zeitmangel haben und ich habe auch Zeitmangel überhaupt erstmal am Tag irgendwie Radio zu hören oder irgendwas im Fernsehen zu schauen, irgendwelche Nachrichten, Zeitung zu lesen, das schaffe ich alles gar nicht. Auch ans Handy gucke ich nicht und lese mir irgendwas durch. Dementsprechend weiß ich überhaupt nicht, was passiert ist. Kann sein, dass heute der DAX abgeschmiert ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass Ronaldo mittlerweile beim FC Bayern spielt. Ich habe nichts davon gehört. Kann auch sein, dass die Benzinpreise auf 25 Cent pro Liter runtergestiegen sind. Keine Ahnung, ich habe nichts mitgekriegt. Dementsprechend kann ich auch nichts berichten. Ich muss und möchte mich natürlich jetzt auf Fußball konzentrieren. Ich habe halt, wie gesagt, keine Zeit. 18 Spiele heute Abend, morgen Abend. 18 durch 2 macht 9. Ist das richtig? Heute 9, morgen 9. Na, das werden wir nicht mehr. Ich werde heute keine 9 Spiele schaffen. Naja, gut. Wir geben das Beste und schauen, wie lange das dauert. Und dann, so lange wie es dauert, dauert es halt. Oder die Spiele, die wir schaffen, die schaffen wir halt. Ich fange jetzt direkt an. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. SBC. Und Silbermond haben wir gleich auch direkt mit am Anfang dabei. Wow, das wird ein toller Abend. Wenn Silbermond dabei ist, wird's ein toller Abend. Herzlich willkommen, bis gleich. Ja, dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Das ist Silbermond mit leichtes Gepäck. SBC, 85 plus Spielerwahl. Prozent davon brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg. Es reißt sich besser. Ja, mit leichtem Gepäck. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser. Mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Plastik auch, die Armee aus Schrott und Neurosen,
deine Seele wächst. Okay. Immer mehr hängt, immer öfter, blutsaugend an deiner Kehle. Wie geil die Vorstellung wäre, das alles loszuwerden. Alles auf einen Haufen mit Brennpass und Zunge. Und es lodert und brennt so schön. Ein Feuer, ein Kilometer noch zu sehen. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg. 30 besser mit leichtem Gepäck. Mit leichtem Gepäck. Oh, das ist aber ein gutes Set, eigentlich. Verbleibende Packs 5. Oh. Ja, 85er bis 86er. Aber 4 Stück. Für 5 Euro. Naja, brauchen wir aktuell nicht, ne? Läuft ab in 20 Stunden. Hm. Mit leichtem Gepäck. Silbermond mit leichtes Gepäck. Das erste Lied am heutigen Abend. Von, wie heißt es? Stefanie Heinzmann, Stefanie Oppermann, Stefanie, irgendeine Stefanie auf jeden Fall. Stefanie, keine Ahnung. Spiel Nummer 1 startet jetzt gleichzeitig dann auch in Foot Champions. 18 vor uns haben wir noch. Ja. Ding rein, ne? Easy. Pogba, Touré, Brolin, Mbappé. Diesen Mbappé hätte ich glaube ich auch machen sollen, ne? Als Player of the Month. Der hat jeder in seiner Mannschaft rumliegen. Oh, gibt's jetzt. Was gibt's denn jetzt hier? Gibt's jetzt einen Sieg oder wie dort? Ah, so eine Pflaume. Ach, fick dich einfach. Was ist jetzt los hier? Ey, er dreht vor der Linie ab. Wie kann man so ein Hund sein? Nein. Ich finde es auch nicht korrekt. Und das ist dann irgendwo auch der Grund, warum man selber keine Siege mehr verschenkt, weil die ganze Zeit nur so solche Spastis rumlaufen, die halt selber den anderen Leuten natürlich auch nichts gönnen. Und dann muss man sich auch zweimal fragen, wenn ich jetzt einen Sieg verschenke gegen einen Gegner, der ja schon gute Karten hat, 3-4 Team of the Year Karten, macht das Sinn? Würde er anderen Leuten auch einen Sieg schenken? Ja. Nein, würde er wahrscheinlich nicht. Aber dann kriegt er von mir ein Geschenk? Weiß ich nicht. Neymar als einzige Goldkarte, ansonsten eher ein Crespo im Sturm. Spiel Nummer 3. Ja, das wäre natürlich sehr einfach gewesen, hätten wir das erste Spiel hier direkt mal gewonnen gehabt. Ein toller Start. Ein richtig super guter Start. Messi, da ist Lewandowski. Hat ein bisschen Platz. Lewandowski, mal Deni. Pedri, Phil Foden auf die Grundlinie. Foden, Mbappé, da ist Messi. 1-0, vierte Spielminute. Messi trifft. Und Hernan Crespo gleicht sofort wieder aus. Auch die erste Chance beim Gegner von Hernan Crespo findet den Weg
Donnarumma dran vorbei und in die Maschen. Rein ins Tor. Mbappé, Foden. Bonus Levi, eigentlich eine gute Flanke, Maldini klärt. Anderson holt sich den Ball. Lothar Matthäus. Thiago. München Foulspiel. Und das wird auch gepfiffen. Freistoßchance jetzt für Messi. Den lässt er liegen, glaube ich. Den lässt er liegen. Lewandowski will den ausführen. Ja, durch auf Messi. Ja, nein, vorne Lewandowski. Schuss aus der zweiten Reihe. Lewandowski, Pfosten. Wow. Was war das für ein Strich? Nach diesem kurz ausgeführten Freistoß. Eieiei. Joao Cancelo oben ist Platz. Ich weiß nicht, ob es abseits war von Thiago. Ja, war's. Thiago ein bisschen zu früh reingestartet. Mbappé holt sich den Ball, legt ihn rüber. Lewandowski, Schuss, Schocks. Und Maldini, voller Körpereinsatz. Ach du meine Güte, ne. Hilfe. Paolo Maldini. Levi. Nächste Chance, keine Abseitsposition. Lewandowski und Mike Maignan. Pariert schon wieder sensationell mit dem Fuß. Der macht bis dato eine gute Figur. Das erste Gegentor, was früh gefallen ist. Ja, das war ein Flachstoß, da konnte er nicht viel machen. Aber alles, was danach kam von Lewandowski und Co., wurde gehalten. Pedri, da ist Messi. Links, Phil Foden. Flankenball auf Levi. Nee, nicht wirklich. Der kommt nicht durch. Mbappé war es auch gewesen, der den Ball erreichen sollte. Für vorne sehr gutes Gegenpressing, holt sich den Ball zurück. Pedri auch wieder zur Stelle. Und schwupps ist der Ball wieder in den eigenen Reihen. Messi, Laufweg angedeutet, nicht durchgezogen. Das ist schlecht. Messi, Doppelpass mit Mbappé. Mbappé über die linke Seite. Hat Platz im Rückraum. Wieder Lionel Messi. Das Lewandowski. Wow, Maldini. Er kommt da gerade an jeden erdenklichen Ball, der irgendwie aufs Tor kommt. Maldini ist zur Stelle. Oh, Thiago. Das war gar nichts. Schöner Ball auf Phil Foden. Oh, Rückraum ist Cancelo. Wieder Maldini, der mit dem Kopf klärt. Nochmal Cancelo, nochmal Maldini. Oh, Matthäus. Lothar Matthäus ist da. Payet. Spielt den rüber. Matthäus 2-1. Es ist so oft so. Es ist so oft so. So oft. Und warum? Warum ist es so oft so, dass wir Chancen und Chancen haben, aber die Dinge einfach nicht machen? Hm? Sag mir das mal. Kann mir das irgendjemand erklären? Ich kann es auch in keiner Analyse irgendwie festmachen. Es ist dann halt einfach ein Ballverlust irgendwo im Mittelfeld, wo wir zu weit aufgerückt sind und dann klingelt es halt. Und wir haben doch hier die Chance. Da wieder Messi gegen Maignan. Und Mbappé, der kriegt den Ball zufällig, das ist egal. 2-2 Mbappé. 39. Spielminute. Ja, da brauchen wir auch mal eine Portion Glück. Ist so. Und das ist auch nicht schlimm.
So, Foden. Mbappé läuft sich vorne schon wieder frei. Der kriegt den Ball aber nicht. Warum ist der so schwach gespielt hier? Oh, Erna Crespo. Das ist keine Ecke. Ramos klärt. Zumindest zum Einwurf. Stark von Thiago. Thiago. Und das war sauer. Es gibt keinen Konter mehr. 45 Minuten rum. Steht unentschieden. 2-2. Ja, ey, wir haben knapp 3 erwartete Tore, ne? Das war scheiße. Halbzeit 2. Ohne Wechsel. Ohne Wechsel. Zumindest auf unserer Seite. Bei dem Gegner kommt tatsächlich Gareth Bale rein. Mudrik ebenfalls. Neu in der Partie. Okay. Jetzt Cancelo. Nur Maldini schon wieder zur Stelle. Neymar Junior. Gareth Bale. Mudrik. Thorsten. Bale. Nachschuss. Tor. Das Spiel hat so einen ganz komischen Charme, den ich gar nicht richtig nachvollziehen kann und auch überhaupt gar nicht gut finde. Ne? Dass es gar nicht so viele Chancen gibt auf der gegnerischen Seite, die aber dann doch irgendwie konsequent alle genutzt werden. Mit ein bisschen Glück auch noch dabei. Chris Smalling, ebenfalls wahrscheinlich neu in der Partie. Maldini hat jetzt einen neuen Abwehrpartner. Kommt nicht durch, Foden, doch holt sich den Ball nochmal zurück. Da ist Messi, da ist Lewandowski wieder gestoppt. Wir brauchen einen Wechsel. Das geht hier so nicht. Mudrik. Pedri fängt den Ball ab. So, und Foden links rüber. Viel Platz für Cancelo. Cancelo ganz hinten ist Kylian Mbappé. Der Ball kommt nicht an. Maignan fängt das Ding ab. Nächste Foulspiel. So, 58 Minuten gespielt. Wir müssen wechseln. Lewandowski verlässt den Platz. Es kommt Mané. Es kommt Gareth Bale. Es kommt Paul Pogba. Dreierwechsel direkt nach 60 Minuten. Ja, das ist halt echt, wenn man die Statistiken hier sieht. Guck mal da. Wir haben knapp 3 erwartete Tore aus 8 Schüssen, ne? Und er hat irgendwie, weiß ich nicht, Pfosten und dann legt er sich den Ball selber vor und das Ding ist drin. Das ist irgendwo eine relativ unglückliche Geschichte halt immer wieder, ne? Oh, ey! Pedri! Okay. 4-2. Krass.
Hier ist der gute Chipper. Platz. So, oh, Cancelo. Abschluss eigentlich. Ecke, die kommt zu Messi und Menjo ist wieder da. Nächste Ecke. Pedri. Auf Virgil von Dijk diesmal. Neymar klärt. Pogba. Nein, kommt nicht zum Schuss. Mudrik hat Platz im Laufduell gegen Kyle Walker. Von Dijk rückt nach. Mudrik muss abdrehen. Und von Dijk holt sie den Ball. Das ist unfassbar hier. So, Mbappé. Mbappé nochmal. Mbappé. Es gibt es doch nicht. Wenn es nicht Maldini ist, ist es Smalling. Die kriegen immer irgendwo einen Fuß dazwischen. Diese zwei Haudegen. Ist ja unfassbar. Modric. Vorbei an allen. Vorbei. Nichts vorbei an Gianluigi Donnarumma. 74 Minuten sind rum. Es steht 4:2 für die Gegner. Und das ist nach wie vor ein Ergebnis, mit dem wir überhaupt nicht zufrieden sind. Und was auch statistisch gesehen überhaupt nicht in Ordnung geht. Walker, Mané. Die Frage ist nur, wie und wann fallen dir die Tore? Der nächste Fehlpass im Konter. Und Bale. Jungs, ey. Warum muss es immer so unglücklich laufen? Es kann nicht wahr sein. Maldini bleibt dran an Bale. Der holt sich den Ball ganz einfach zurück. Mbappé, der kann sein Tempo gar nicht richtig aufbauen hier. Warum ist das denn so? Halbzeit 1 haben wir diese zweiten Bälle noch bekommen. Jetzt hat er sie. Noch in den Zweikämpfen. Ist ja richtig gut drin. Das ist ein krasser Ball. Noch mal rüber, Bale. Rein ins Tor. 4-3, 85. Minute. Weiter. 5 Minuten noch zum Spielen. Stark rübergelegt von Mbappé und Bale einfach mit dem Außenriss. Rein das Ding. Und jetzt volle Lotte nach vorne. Teampressing an. 4 Minuten noch regulär. Oh. Und jetzt geht es natürlich irgendwo in die andere Richtung, das ist klar. Ramos rückt raus, kriegt den mal nicht. Nochmal Ramos, Van Dijk. Rüber. Messi bietet sich an, sehr gut. Messi, Mané, Cancelo, Messi. Zwei Minuten oben drauf. Gutes Teampressing. Es ist eine Abseitsposition von Mané. Nein, ist es nicht. Und er spielt den Fehlpass, Sadio Mané. Das war Vorteil laufen gelassen. Das gibt es doch nicht. Und damit war es das. Diese letzte Chance vergeben. 4-3 Niederlage im ersten Spiel des heutigen Abends. Zu Unrecht. Warum?
weil Tore hat 4 Tore geschossen. Wir haben ihn selbst eins vorgelegt. Kiefer schießt den reinlaufenden Stürmer an. Edi Story unter der Woche. Real Madrid gegen Liverpool. Fehler von Alisson war es damals. Damals. Hier war es der Fehler von Gigi Donnarumma. Scheiße. Richtig, richtig beschissen. Wie immer. Sehr, sehr schlechter Start. Erst haben wir ein Spiel gehabt, wo der Gegner gequittet hat, ist bis auf die Torlinie gelaufen, hat dann umgedreht, Ball ins Ausgeschossen, ist rausgegangen. Das war schon doof gelaufen, dass wir das schon nicht gewonnen haben. Das war ja kein geschenkter Sieg dann, ärgerlich. Und jetzt so. Spiel Nummer 4 an dem Wochenende. Selbst er hat einen Totti gezogen. Hätte er sonst auch nicht so viele gute Karten, aber ein Totti, der hat er. Das ist Luka Modric. Mbappé! Wow! Was ein Treffer in der 5. Spielminute zum 1:0. Kylian Mbappé aus spitzem Winkel an Thibaut Courtois vorbei. Und wie? Sensationelles Tor vom Franzosen. Lewandowski 0-2. Erste Ecke für den Gegner nach 10 Minuten. Thiago, Klett, Messi. Foden, Messi, Foden. Schöner Doppelpass. Messi startet vorne rein. Ziel überläuft. Wieder Messi, wieder Lewandowski. Lupfer über Courtois und übers Tor. Aber auch abseits von Robert. Carvalho kommt da dran. Was macht denn Donnarumma da? Der kann tatsächlich auch seine Hände benutzen, um da ranzugehen und so einen Ball abzufangen. So, nächste Chance. Lewandowski ist frei durch. Lewandowski. Keeper kommt raus und Keeper Courtois hat den Ball auch. Der Abschluss zu spät gesucht. Vom Polen. Von Lewandowski. Dann hast du zu viele Gedanken. Wenn du so viel Platz hast, hast du zu viele Gedanken im Kopf. Was machst du jetzt? Das ist manchmal auch nicht gut.
Warum nehmen wir das mit? Ecke in der 30. Spielminute. Wieder geklärt. Phil Foden. Also ich muss den Kylian Mbappé da auch mal mitkommen, ne? Und das macht er jetzt auch. Auf der linken Seite. Mbappé. Auf der linken Seite. Mbappé, komm doch weiterhin mit. Das ist ein Ball auf Messi. Gar nicht so schlecht. Courtois ist aber zur Stelle. Wenn er den rüberspielt, Mbappé hatte ebenfalls enorm viel Platz. Sehr gefährlich geworden für Kylian. Ja. Die Chance zu gefährlich. Messi, Mbappé, Lewandowski, nächste Chance, nächstes Tor, 13-0, Lewandowski trifft mit dem Außenriss. Courtois, keine Chance. 0-3. 36. Minute. Mbappé. Ja, das wäre jetzt mein Angebot gewesen, dass er das vielleicht frühzeitig beendet, damit wir als zeittechnisches was rausholen. Er nimmt diese Einladung wie gewohnt nicht an. Das freut mich sehr. Dann machen wir mal weiter. Virgil van Dijk. Oh, lecker Pass von Phil. Das ist lecker Pass von Phil. Rodrigo. Flanke erstmal abgefangen. Sergio Ramos. Die kennen sich aus Zeiten in Madrid. Oh, Thiago. Das nächste Ding, was so nicht sein muss, von Dijk schmeißt sich da rein. Und es gibt nur den Einwurf. Sehr gut geklärt von Virgil. Eusebio. De Bruyne. Modric. Wieder Gianluigi da noch immer. Messi. Tolle Bewegung. Verschafft sich und den Gegenspieler, den Mitspieler. Viel Freiheiten, kann die aber nicht nutzen. Aus Defiziten im Tempobereich. Halbzeitpause, 3-0 für uns. Wir haben echt 3 Schüsse und alle 3 waren drin. Das ist ja sensationell. Und einer war das Tor. Auch cool. Richtig gut. Wir bringen Neymar Junior mal in die Partie. Für Lewandowski, der darf jetzt schon sich ausruhen, darf schon Feierabend machen. Paul Pogba kommt ebenfalls. Thiago. Halbzeit 2. Da ist er. Neymar. Neymar, am ersten Rand vorbei, vorne ist Mbappé, Pass ist toll und Pass ist richtig gut. Und der Ball ist drin, 4-0, Kylian Mbappé. Mit dem Flachschuss, Innenpfosten, Tor. Keine Chance für Thibaut Courtois. Und jetzt ist das Spiel auch endgültig beendet. Mit einem Endstand von 4-0. Das ist schön, das freut uns alle.
kennt das Team einmal mit dem Pariser Trio vorne spielen. Die Urlaubsmannschaft. Das Holiday Team. Was ist eigentlich so ein Toni Rüdiger? Die normalen könnte ich mir kaufen, ja. Haaland, Cancelo, Mahrez, Leon Goretzka, alle mit dabei. In Spielnummer 5. Über die Außen waren. Danilo haben wir mit in diesem Team. Es wird ein bisschen durchrotiert. Ein paar neuere Gesichter mal mit dabei. Toni Kroos auch in der Stammformation. Och. Was macht Maldini denn da? Das war alles andere als optimal gemacht. Sie dann gegen Kroos. So, und Mbappé. Und ist Messi, der kriegt den Ball auch. Messi, Mbappé! Wieder der Pfosten! Der Licht ist da. Mbappé am Tor vorbei. Oh, wow. Zwei Riesengelegenheiten. Also die zweite, die kann Mbappé tatsächlich durchaus auch mal nutzen. Ne? Das war jetzt nicht unmöglich, den reinzumachen mit dem Außenriss. War viel zu locker, dieser Schuss. Viel zu fahrlässig. Maldini und Angel Di Maria, der kommt über die linke Außenbahn. Ist eine gute Besetzung für ihn. Ich finde, das kann er. Und das sieht man auch hier. Macht den Weg bis vorne mit rein. Di Maria! Und sie dann 1-0. Zinedine Zidane 0-1. Vorne wieder diese zwei dicken Gelegenheiten gehabt. Wieder nicht genutzt. Schon kommt sie dann und es steht 1-0. Das ist halt das unser großes Problem. Ne? Die Chancen, die wir halt vorne echt auch haben, regelmäßig vergeben. Versemmeln. Nicht nutzen. Und so weiter und so fort. Das könnte keine Abseitsposition sein. Doch was? Doch was? Von Neymar was? Es war eine Abseitsposition von Neymar Junior. Mbappé gegen De Ligt. Das Duell werden wir bald wieder haben in der Champions League. Und Halstenberg ist dann derjenige, der Mbappé vom Ball trennt. In anderthalb Wochen ist das Rückspiel in München. FC Bayern gegen Paris. Können wir gespannt drauf sein. Ich bin gespannt darauf. Cancelo.
Und der wird hoffentlich dabei sein. Haaland, Schuss mit rechts. Pogba, Kopfball, Duell. Und das ist wieder halt so halbherzig geklärt, ne? Ballverlust Goretzka an Messi. Zidane. Werde, Ramos, Pogba, Messi. Gut gelöst. Valverde mit viel Platz über die Seite. Valverde, immer noch Fede Valverde. Kriegt den Ball auf Mbappé nicht durch. Federico Valverde. Gut zugestellt von Halstenberg. Das ist natürlich von De Ligt gut gemacht. Der Pass ist dann eher schwach. Di Maria, jetzt vielleicht noch ein bisschen Platz. Da ist Mbappé, Mbappé. Das ist wieder eine Abseitsposition von Kylian Mbappé. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und da vorne Neymar. Nein, wieder zu schwach dieser Pass. Angel Di Maria. Der kann doch passen. Die können alle passen. Nur sie wollen es manchmal nicht. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Die können es alle. Cancelo. Mit dem Schussversuch. Ball noch Eis. Ecke gibt's. Brolin. Mit der Flanke. Nur weil Werde klärt zur Ecke. Ausgeführt jetzt von Cancelo. 45. Minute, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit in dieser ersten Halbzeit. Ramos klärt. Und genau so ist es. Halbzeitpause, 0-1 Rückstand für unsere Mannschaft. Schüsse mehr. Ging nicht. Keine Wechsel zur Pause. Hat er mit dem Bild was? Aus.
So, Neymar rübergelegt. Nochmal Delicht, zweimal abgeblockt. Ich weiß nicht wieso, aber wir kommen da auch an Delicht und Co. nicht wirklich dran vorbei. Das ist eine solide Defensive, wo wir wenig Chance haben, dagegen irgendwas zu machen. Rolin. Ramos. Und Cancelo. Boah, schöner Ball. Rechts raus, fährt der Ball, wer der Platz. Hinten. Schön gespielt, das ist Angel Di Maria 1-1. Was eine Flanke. Von Fede Valverde. Und Di Maria mit der Direktabnahme, das ist ein super Tor. Mbappé. Nächste Möglichkeit, Lionel Messi. Wow, Halsmerk. Der Ball kommt tatsächlich durch. Oh, Donnarumma! Knapp vorbei. Am rechten Pfosten. Wow. 61. Minute. Jetzt ist richtig Fahrt drin hier in dieser Partie. Jetzt ist richtig Fahrt drin. Die Frage ist, was gibt es jetzt hier für Wechselmöglichkeiten? Was können wir tun? Was können wir machen? Weil Werde gefällt mir nicht so gut über die rechte Seite. Wir haben sonst viele offensive Möglichkeiten. Die Maria. Neymar, Messi, wir bringen Gareth Bale tatsächlich ran. Gareth Bale kommt und Neymar rückt in die Zentrale. Neymar rückt auf die ZOM-Position. Messi verlässt frühzeitig Platz. Messi raus, Bale rein. Ecke. Da ist Bale gegen Halstenberg. Abstoß. Danilo. Macht nicht den sichersten Eindruck da hinten mit Maldini und Sergio Ramos. Da ist dann doch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, dann. Der nächste gute Lauf von Zidane, der ist so clever, wie der da jedes Mal in diese Schnittstelle reinläuft. Zinedine Zidane, das ist der nächste Eckball, Donnarumma pariert, erneut Di Maria geklärt. Kommt Neymar nochmal dran, nein, Bale, auch nicht. Und das Tor von Bennacer. Unterkante, Latte und rein damit. Wieder zu viel Platz. Och, Ramos, ey. Nächste Flanke, Maldini. Und das gibt es doch nicht. Jede Flanke wird sonst geklärt. Jede Flanke, die ich vorne probiere, aufs gegnerische Tor zu schlagen, wird geklärt. Und Maldini mit so einem Bock da hinten. 3-1, 71. Minute. Das kannst du keinem erzählen. Es werden hier heute Fehler gemacht von Spielern, wo man eigentlich solche Fehler überhaupt nicht erwarten kann. Toni Kroos. Der nächste Ball, der nicht ankommt. Ach Mann, ey. Das muss hier nicht sein.
1 Rückstand. Nicht im Aus. Da ist Neymar. Bale startet nochmal rein, kriegt er den auch. Halstenberg mit dem Fehler. Und wir können uns den Ball nicht zurückholen. Nein! Bale macht und tut, aber er kriegt den Ball nicht auf seinen linken Fuß gelegt. Er kommt nicht dran. Bleibt beim 3-1. Ja. Malus nach vorne gehauen von Danilo. Bale. Nochmal Neymar. Neymar. Gut gespielt. 3-2. Neymar und Bale. Das Passspiel, das sitzt. Wechsel. Seite, Bale über rechts, so ist es richtig. Wieder 3-2. Der Rückstand, 6 Minuten diesmal noch zu gehen. Weiter geht's. Oh, das ist Mbappé, Mbappé holt sich den Ball. Mbappé in der Mitte ist Neymar Junior, links ist Mané. Mané und Ederson! Oh, das ist die Riesengelegenheit für Sadio Mané. Gibt es doch nicht. Ja, 88. Minute. Och, das... Hey! Jungs! Komm, schnell! Schnell, 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 schnell! Eine Minute noch. Danilo, Ramos, rechts ist Bale. Macht Tempo. Bale, da ist eigentlich Platz. Nein, Ball schon wieder abgefangen. Und das war's. Wieder hätte nur ein Tor gefehlt. Wieder das Spiel bis zu unkonsequent aus. Wieder die Niederlage. 3-2. Immer solche, diese Niederlagen, die auch so ganz knapp hier. Ich mag das nicht. Ja. Scheiße ist das. Ach ja. Nach dieser Niederlage, es ist wieder bitter, es ist wieder doof, es ist wieder ungerecht, das Spiel so verloren zu haben. Wir haben jetzt ein tolles Lied dabei von Extra Breit. Ich habe das übrigens früher mal, ich habe mich da verlesen. Ich habe erst gedacht, dass die Band Extra Blatt heißt, weil damals gab es ja Zeitungen und dann wurde immer gerufen Extra Blatt, wenn es irgendwas Tolles zu berichten gab. Die Band heißt aber Extra Breit mit ihrem wahrscheinlich bekanntesten Lied Hurra Hurra, die Schule brennt.
kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Lippen sind blau, Haare grün, Streichhölzer die Ketten am Ohr. Tatütata, tatütata. So sieht man sie durch die Straßen ziehen. Überall, wo sie vorübergehen, hängt in der Luft ein Hauch von Benzin. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt. Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt schlagen alle Feuermelder an. De, 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 de. Tatütata, die Feuerwehr ist auch bald da. Es brennt so gut, weil sie immer noch Glut. Wo eben noch die Schule war. Und sie singen, das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule die Schule brennt. Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Radios mit Batteriebetrieb und Wave-Musik am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Und sie singen, das ist geil, das ist geil. Dankeschön! An extra breit, extra Blatt, wie auch immer. So, jetzt werde ich nochmal eine andere Sache probieren. Ich werde jetzt Call of Duty spielen. Wow, wie geil ist das denn? Nein, ich werde Viererkette spielen. 4, 2, 3, 1. Ich muss nur eben nochmal einmal die Taktiken, die Formation richtig anpassen. Und dann werde ich mit dieser Mannschaft spielen. Lewandowski, Messi, Neymar, Mbappé, alle mit dabei. Tolle Sechser, tolle Innenverteidigung, alles tipptopp, das werden wir jetzt machen. In der Zeit, wo ich aber die Taktiken, die Mannschaft nochmal einschwören muss, gibt es ein weiteres Lied. Von wem ist jetzt nur? Tainted Love? Tainted Love von Softshell! Viel Spaß, bis gleich. I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry. Love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love,
tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Nichts, Amadeus. Oder? Falco? Ja, komm mal. Amadeus. Wir probieren heute echt viel aus, ne, merke ich gerade. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er träumt, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir ab, mein Ding ist Oh, nicht 100. Sechs? Spiel sechs! Sechs. Oh, 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 Amadeus! Diesmal in der Viererkette. Und wir schauen, was das bezweckt. Wir schauen, was das bewirkt. Wir schauen, was die Mannschaft kann. Kyle Walker, diesmal als wirklich rechten Verteidiger, ganz klassisch. Ja, nach wie vor, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Kyle Walker wirklich so ein richtig guter Rechtsverteidiger ist, weil er halt diesen die Offensivwerte jetzt im Bereich Dribbling und so nicht wirklich hat. Aber das ist ja auch eine andere Rolle, die er hat. Wenn er hier als Rechtsverteidiger aufgestellt ist, dann ist das auch wirklich Rechtsverteidiger und dann muss er ja nicht wirklich... Er muss ja dann nicht wirklich mit nach vorne. Ne? Der soll hinten bleiben, soll die rechte Seite dicht machen. Da mit Tempo gegen Diaby. Da soll er mithalten können und dann ist gut. Ja. Das ist das einzige Ziel, was ein Kyle Walker hier hat. Was wir dann in der 3er-5er-Kette spielen, da wäre er für die rechte Seite halt wirklich dann ungeeignet, weil die offensiven Qualitäten halt fehlen. Diaby hat den Ball. So, da ist rechts Mbappé, viel Platz. Schöner Querpass von Messi. Mbappé, wo ist Lewandowski? Da ist er. Ball Nummer 2. Sind sie sich uneinig, Levi und Mbappé, wer da hingeht. Das ist schon mal schlecht. Das muss man besser lösen können. Absprache passt nicht. Stark von Lewandowski, auch der macht hier mit. Ja, finden sie auch. Oh, das ist viel Gewusel. Der Ball wird irgendwie wieder geklärt. Mann, ey. Das sind so unnötige Dinger da vorne, ne? Schöner Pass von Neymar auf Lewandowski. Oh, und auch da. Ist nicht alles
läuft nicht alles glatt ab in der Verteidigung. Querpass auf Kyle Walker. Jetzt traut er sich mal ein bisschen mit über die Mittellinie. Mbappé. Ganhulu. Wow. Lewandowski, nein, kommt wieder nicht dran mit dem Ball. Thiago hat mal sich ein bisschen mehr nach vorne getraut, doch das hat nicht wirklich was geholfen. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier bis dato. Es läuft noch nicht alles rund in dieser Mannschaft. Neymar über die linke Seite, versucht immer wieder Akzente zu setzen. Vielleicht jetzt mal. Ganz hinten ist Kylian Mbappé. Flanke kommt an und Meslier ist zur Stelle. Ecke. Wir müssen mal ganz kurz taktisch noch was machen. Moment. Wir müssen mal ganz kurz taktisch noch was machen. Müssen wir? Müssen wir was besprechen taktisch? Nein, müssen wir gar nicht. Ich brauche da auch mal ganz kurz hier die Zeit. Ja, also von den erwarteten Toren sieht es eigentlich bis dato dann doch besser aus für den Gegner. Wir haben wenig so richtig gute Chancen nach vorne. Das ist so ein bisschen halbgar, so richtig zum Abschluss kamen wir bis jetzt noch nicht. Müssen wir gucken, wie sich das hier noch entwickelt. In der ersten und dann noch zweiten Halbzeit. Luft nach oben ist da. Ecke jetzt erstmal von Lionel Messi. Auf Lewandowski, der steht da. Richtig gut. Und Meslier ist wieder da. Der Keeper ist zur Stelle. Nächste Ecke, diesmal weit nach hinten. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Wieder der Torhüter. Jetzt Ecke von der anderen Seite. Pedri bringt die rein. Da ist Virgil van Dijk. Ball wird geklärt. Nochmal raus auf Pedri. Oh. Und der verdribbelt sich. Defensiv kann man natürlich schon aber auch sagen, stehen wir relativ gut. Ramos, es ist jetzt mal unglücklich, dass er den Ball, den hat er sogar am Fuß. Kriegt er aber trotzdem, ich kann sich körperlich dann nicht gegen Benja da durchsetzen. Das ist das Bittere. Und dann gibt es hier diesen Querpass und das Tor fällt in dem Moment. In diesem Moment, in der Minute, wo ich sage, defensiv stehen wir eigentlich gut. Kyle Walker orientiert sich weg, das ist dein Mann. Die AB trifft nach 40 Minuten zum 0-1. Spielzeit ist rum.
Halbzeitpause, 0-1 Rückstand. Sturm Levi raus. Hatte die eine oder andere gute Kopfballchance, aber das vorne zu wenig Action. Da brauchen wir einen schnellen Spieler, brauchen wir Mbappé. Und Bale über seine angestammte rechte Seite, die er jahrelang bei Real Madrid auch bekleidet hat, das macht er hier, soll er hier jetzt auch machen, mit seinem Tempo, mit seinem Dribbling, mit seinem Abschluss. Gareth Bale über rechts. Messi da drin. Links Neymar ist eine gute Offensive, muss man mal so sagen. Die sollte was können, diese Offensivreihe. Bis dato steht die Null. Stark von Thiago. Da ist Neymar. Und Ceballos holt sich den Ball. Wir drehen uns doch sogar richtig ein. Schlecht gemacht von Ramos und Cancelo. Dembele muss abdrehen. Nochmal Ramos, der sich da austricksen lässt. Ja, nee. Das ist es nicht. Nächste Chance, Diaby. Und Ramos muss wieder klären. Mbappé! Pfosten! Und dann ist es ein Eigentor, es steht 1-1. Mbappé, ganz toller Kopfball und Halstenberg. Ist es gar nicht. Der Innenverteidiger wird überrascht da hinten, kriegt den Ball unglücklich ans Schienbein. Miranda war es. 1-1. Walker, wo bist du? Walker viel zu offensiv. Stark von Messi. Neymar bietet sich an und schon wieder ist... Ja, alles gut. Platz für Walker. Mbappé, da ist Bale. Gute Chance, Gareth Bale. Wie kommt da noch einer dazwischen? Mann! Immer wieder im letzten Moment diese eine Picke. Das ist eine Schuhgröße mehr, die dann da dran ist. Fekir, das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Warum kann der so da durchgehen? Ich frage es mich jedes Mal, wie ein derartiges Tor fallen kann. Immer und immer wieder. Ich kann es nicht verstehen. Da stehen so viele Leute davor. Keiner kann den blocken, keiner geht drauf. Warum? Wie einfach. Doppelwechsel im Mittelfeld. Groß und Basti kommen. Schweinsteiger, Bale, Mbappé, Ball kommt an, Mbappé, Tor vorbei. Martina Alvarez, acuda a la puerta 25.
Nächste Ball auf Mbappé, kann er den nochmal ablegen. Neymar Junior und wieder ist der Torhüter da. Nach einem tollen Abschluss von Nene. Ecke gibt's. Messi auf Bale. Ramos zweiter Ball. Mbappé. 2-2. Da ist er wieder. Kylian Mbappé nach dem Eckball. Ramos. Neymar, rüber. Was ist die? So, und Messi läuft. Messi kriegt den Ball. Das gibt es doch nicht. Wie diese Verteidiger aus dem Rückraum, obwohl die ja schon gar nicht mehr drin sind in der Szene, trotzdem wieder reinkommen. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr erstaunlich. Das ist ein Foulspiel von Cancelo. Gibt den gelben Karton für Joao in der 78. Minute. Nur die Beine gespielt und nicht den Ball vom Rechtsverteidiger. Dembele geht jetzt raus. 2-2 weiterhin. Mbappé, der hat so viel Platz da. Mbappé hat so viel Platz. Und Mbappé nutzt diesen Platz zum 3:2 in der 80. Spielminute. Kylian Mbappé. Er nutzt ihn. Messi, wieder Mbappé. Schade. Oh, Miranda, der hat Platz. Walker schon so weit wieder rausgerückt. Flanke und Ederson. Alisson ist es. Der ist da. Alisson Becker ist da, klärt zur Ecke. Kurz ausgeführt schon. Raheem Sterling. Gegen Neymar. Sterling gegen Neymar, rechts, links. Neymar ist natürlich auch agil. Kann das in gewisser Art und Weise verfolgen. Cancelo, Schweini. Oh, kein guter Pass. Ramos. Gut. Rechts raus ist Gareth Bale. Er kann köpfen. Kriegt den Ball nicht. Walker. Nochmal Messi. Nochmal Bale über die rechte Seite, legt den Ball ganz weit vor, Gareth Bale. Hinten ist Mbappé. Wow, wäre das ein Tor gewesen. Mbappé mit der Hacke. Das wäre ein Finish gewesen hier. Nachspielzeit ist ohnehin allerdings rum. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 3:2 die nächste Partie und holen den Sieg Nummer 3 mit ins Haus. Das ist gut. Viererkette. Das Spiel, es hat funktioniert. Taktik ist aufgegangen, wir haben gewonnen. Immerhin. Wir haben das Spiel gewonnen. So richtig gut. Spielerisch war es jetzt nicht. Wir haben eigentlich nur gefährlich werden können durch Kylian Mbappé, der dann später ins Sturmzentrum gerückt ist. Und durch sein Tempo. Dadurch konnten wir gefährlich werden. Ansonsten war das relativ mau. Das muss man leider auch sagen. Ja. Dieses 3:2, das ist relativ sinnbildlich. Weil das die einzigen Möglichkeiten waren. Messi aus dem Zentrum, aus dem ZOM, spielt Mbappé an, der natürlich mit Tempo dann frei hier in diese Lücke reinläuft und auf den Keeper zuläuft. Und der dann halt auch die Kaltschnäuzigkeit besitzt, um den reinzuhämmern. Ja. Aber das waren irgendwie so die einzigen Möglichkeiten. Denn Lewandowski, ob der da eingeholt worden wäre, fraglich, ob er den gemacht hätte, bestimmt ja. Das sind halt so die Sachen. Ja. Durch Mbappés Tempo, dadurch konnten wir natürlich auch dann irgendwie
in gewisser Art und Weise die Chancen erst so kreieren. So, wir werden jetzt, trotz all dem, dass das alles hier vielleicht auch ganz gut lief, mit der anderen Mannschaft, nicht mit der hier, mit der ganz anderen Mannschaft. Eigentlich kann man das Ding löschen hier. Das ist doch mal eine komische Mannschaft. Mit unserem angestammten Team werden wir jetzt spielen. Ja. Das letzte Spiel. Mit der ganz normalen Startelf, wie sonst auch. Foden, Lewandowski, Mbappé, alle mit dabei. Zu Hause. Courtois. Kalulu, Maldini schon wieder. Bullet Best. De Cattelaer. Das letzte Spiel des heutigen Abends. Spiel Nummer 7. Molina klärt zur Ecke. Unser Pedri mit dem Eckball. Da steht Lewandowski. Courtois kommt raus auf den. Basti gegen Messi. Paul gegen seinen Landsmann, gegen Messi. Holt sich den Ball. Rodrigo de Paul. Unheimlich starke Weltmeisterschaft gespielt. Rodrigo de Paul. Ganz starker Mittelfeldspieler. Pass auf Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, da steht Cancelo, nochmal Cancelo, und da gibt's den Elfmeter. Foul an João Cancelo, der zweimal probiert aufs Tor zu schießen und dann schlussendlich gefoult wird. Lewandowski mit dem Elfmeter, Spielminute 11, Lewandowski verschießt gegen Thibaut Courtois. Strafstoß vergeben. Ecke Messi, Lewandowski und jetzt ist er drin! Die Ecke macht er dann rein. Per Kopf. Und dann steht es doch 0-1. Dann steht es doch 0-1 für Robert Lewandowski, beziehungsweise für unsere Mannschaft. Robert Lewandowski hat getroffen. So ist es richtig. Wenn nicht per Elfmeter, dann eben per Kopf. Oh, das ist ein ganz toller langer Ball. Levi nochmal rüber. Wow, ist das gut gespielt. Maldini riecht aber dem Braten. Wenn man den besser rüberbringt, ne? Lewandowski. Eieieiei. Maldini ist halt da zur Stelle. Hätte er auch fast selber machen können. Oder müssen. Lewandowski. Thiago. Da ist Levi. Cancelo überläuft. Kriegt er den auch? Nein. Kalulu ist wieder da.
Lewandowski, wieder Platz. Robert Lewandowski jetzt im 16er. Oh, und Tor vorbei. Schuss mit links. Oh, Stoikov. Gegner wird etwas stärker. Bis dato können wir den Druck noch standhalten. Müssen natürlich jetzt irgendwie versuchen, da so reinzubrechen. Ne? Eine kleine Druckphase. Das ist ein Foulspiel. Unser Ball wieder. Was ich halt hier so unheimlich gut finde. Dass wir so viele Anspielstationen haben. Ne? Mbappé läuft über die linke Seite. Molina kriegt den Mittel ab. Der wäre gefährlich geworden. Oh, das ist stark gespielt. De Cataler. Oh, ja, ganz schwacher Abschluss. Hätte man so jetzt ausgehen können. Ne? Von. Foden, nein. Muss den Rückraum, Levi. Rückraum anbieten. Oh, Mbappé. Ja, Chancen sind da. Keine schlechten Abschlüsse. So richtig die hundertprozentige hatten wir nach dem Elfmeter, aber auch nicht wirklich. Sehr statisches Spiel. So, jetzt gibt es noch eine Chance, einen Angriff für Rüllet in der 45. Minute. Und das ist tatsächlich das Tor, der Ausgleich in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Warum sich da wieder niemand auf die Linie orientiert, fragt mich nicht. Weißt du, die stehen da rum und denken nicht mit. Donnarumma klärt nach außen. Das ist ja auch gut. Das muss ja auch so machen. Besser als in die Mitte. Und da steht dann halt George Best und netzt ein. Unentschieden zur Pause. Mal wieder. Unfassbar, unfassbar. Das wäre wirklich nur ein kassieren müssen, ne? Weiß ich, das ist. Also, da will ich nur ein kassieren müssen. Das ist die absolute Frechheit. Die absolute Frechheit. Das kannst du so nicht machen, ey. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Bale kommt für Lewandowski in die Partie. Der hat vorhin im Sturm schon gute Leistung gezeigt. Das machen wir jetzt wieder so. Später wird er wahrscheinlich dann ein bisschen defensiver sich einordnen müssen. Halbzeit 2. Nein, es ist kein Tor gefallen. Das war wieder ein audiotechnischer Fehler. Alles gut. Blackie, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Servus. Moin, moin. Sehr statisches Spiel da vorne. Lewandowski, der hat ja das Tor gemacht. Hat auch leider einen Elfmeter verschossen. Das war aber dann Hilfe, das war auch so ein bisschen zu wenig, ne? Auch zu wenig.
Und das ist die nächste Chance. Wieder prallt der Ball da so ab. Ach, Mann. Warum verschlafen wir immer die ersten 5 bis 10 Minuten nach dem Seitenwechsel? Immer am Pennen. Gab der Via und weg. Messi, Bell. Messi, 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 Messi. Kommt an Spielstation hier. Foden kommt jetzt mal mit. Mbappé startet da vorne rein. Nein, Ball schon wieder weg. Das gibt's doch nicht, das gibt es doch nicht. Und da gehen wirklich auch alle Leute volles Risiko und es wird halt nicht belohnt, es wird nicht ausgenutzt. Oh, der nächste Ballverlust, er weiß nicht, wo er hingehen soll. Wohin mit dem Ball? Der Gegner wird stärker, das haben wir am Ende der ersten Halbzeit schon gesehen, auch mit dem Ausgleichstreffer dann. Wir haben wenig auszusetzen hier, wenig Möglichkeiten. Pedri holt sich jetzt mal den Ball. Pedri, und da ist Mbappé, der muss durchlaufen, da muss der Ball langkommen und dann ist er durch. Ansonsten bringt das alles nichts. Wieder, Maldini rückt raus. Warum kommt der Pass nicht einfach durch? Warum können wir den Ball nicht einfach durchspielen? Maldini rückt raus und das ist wirklich amateurhaft, wenn der da so rausrückt. Aber es wird belohnt. Der reißt sich zwar diese ganze Viererkette auf, aber es ist scheißegal. Der holt sich den Ball halt einfach zurück. Und es kann es nicht sein, dass eine eigentlich wirklich unheimlich dumme Aktion belohnt wird. Bale, Cancelo, Bale, links ist Platz für Phil Foden. Gegen Molina, zu weit vorgelegt, wieder weg. Jetzt aber Mbappé, nein, das ist Messi! Mann, ey! Mit dem starken linken Lionel Messi, das gibt es nicht, dass Thibaut Courtois den hat. Was eine Chance vom Weltmeister. Eieieiei. Boah, nie kommt. Und bleibt einen Moment drauf. 17. Ah, Mann, ey. Das ist eine dicke Chance. Das war jetzt mal wieder seit langem gut gespielt. Seit langem mal wieder. Meine Güte, ne. Ja. Er liegt ein bisschen vorne, ne? Bei den erwarteten Toren. Mehr Schüsse. Trotzdem würde ich das Spiel an sich als ausgeglichen bezeichnen. Ecke von Pedri. Messi kommt ran. Pedri mit der Ecke. Da ist Bale. Der kommt dann nicht dran. Da ist Ramos. Ramos und... Oh Gott, war. Nächste Ecke, Bale. Kommt nicht dran. Konter für Payet. De Cattelare. Langer Ball für Foden zum Keeper zurück. Ja, gut gelöst. Ganz sauber gemacht. Passt. Och, Bale. Einfach so mit der Hacke in den Fuß des Gegners. Ja,
Hammer B. Ja, weg. Und es fällt das Tor zum 2:1 für den Gegner. Ja, es muss irgendwann kommen, es muss irgendwann kommen. Wenn wir halt die ganze Zeit nicht wirklich auch Druck nach vorne kriegen, wir haben da massig viel Pässe immer wieder dazwischen. Das kannst du halt, das ist halt nicht, das reicht halt nicht, ne? Das kannst du so nicht gewinnen. Und irgendwann kommt natürlich der Fehler. Abwehr wie immer in der Dreierkette ist es immer sehr riskant. Wenn du da unsortiert bist, braucht der Gegner eine Chance, der Ball liegt im Netz. 15 Minuten noch, 2:1 Rückstand. Mané kommt rein. Oben raus. Ja, ein Wurf. Kommt's. Sadio Mané. Messi. Mbappé! Wow! Super gemacht von Lionel Messi! 2:2, Kylian Mbappé ist schon wieder zur Stelle. Das erinnert mich an das Tor bei der Weltmeisterschaft. Messi im Alleingang, wie er da durchgeht. Und dann braucht der Stürmer in der Mitte nur noch den Fuß reinhalten. Chance. Nächste Parade. Ecke. 84. Spielminute. Höchste Konzentration jetzt zum Tor hingezogen. Dieser Eckball von Dimitri Payet. Donnarumma ist da. Abgefangen. Direkt den Konter anleiten. Über Kylian Mbappé. Oh, das gibt es nicht. Wenn er da dran vorbeikommt, ne? Eckball. Kurz. Oje. Abgefangen. Zweiter Ball wieder beim Gegner. Konter ebenfalls unterbunden. Diaby. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Messi zeigt es an. Hier mein Fehlpass war's. 90. Minute 3:2. Mané. Bastian Schweinsteiger! Das gibt es nicht! Nochmal Mané! Messi macht das wieder gut! Cancelo! Mané und der Ball ist weg und das wird es gewesen sein. Das war die letzte Gelegenheit. Wir verlieren mit 3:2 dieses Spiel und sind wieder einmal die Gelackmeierten. Das haben wir heute in 3 Spielen gehabt. Das haben wir heute in 3 Spielen gehabt. 3 Spielen. Jedes Mal mit einem Tor Unterschied. Irgendwo unglücklich auch verloren. Ob es jetzt in der letzten Minute war, ob es ein Eigentor, wo unser Keeper den Stürmer anschießt und solche ganz kuriosen Geschichten. Alles richtig dämlich. Richtig dämliche Niederlagen. Allesamt. Ich raff das hier nicht mehr, ey. Messi da mit dem Fehlpass. Und wieso? Wieso ist dann da so viel Platz?
Wir orientieren uns da vorne. Okay, alles gut. Aber was macht denn da? Was machen die da? Walker, du bist Innenverteidiger. Du stehst am 16er Rand. Ramos, das ist deine Position. Du stehst richtig. Van Dijk ebenfalls. Basti sichert auch mit ab. Pedri ein bisschen zentraler stehen. Und Cancelo macht's auch nicht. Macht's auch nicht richtig. Da. Und dann kann natürlich dieser Pass da durchkommen. Messi, ja, versucht Druck aufzubauen. Schön. Richtig gut. Ganz, ganz toll. Ganz wunderbar. Kriegt noch einen Tunnel mit. Wirklich. Die nächste Niederlage. Spiel Nummer 7. 3 Siege, 4 Niederlagen. Auch an diesem Wochenende wieder. Geile Runde heute. Richtig gute Runde. Oh, Diego Forlan, wie geil ist das denn? Mega gut. Für 99 Spieler. Wow. Hätten sie wenigstens den Bellingham als irgendeine andere Karte, nicht in vor Bellingham. Ach Mann, ey. Jetzt muss ich auch am heutigen Samstagabend wieder relativ angefressen. Diesen eigentlich ganz tollen, ganz entspannten Samstagabend beenden. Warum? Wegen dem Fußballspiel hier. Wir haben noch 13 Partien vor uns. 3 Siege haben wir bis dato geholt. Ich weiß nicht, wie wir morgen 8 Siege noch holen wollen. Das ist mir bis dato nicht ersichtlich, wie das funktionieren soll. Ab 22 Uhr setze ich mich hier morgen Abend wieder hin und werde weiterspielen. Mit genau dieser Mannschaft. Vielleicht auch in der Viererkette. Mit Neymar anstatt Phil Foden. Kann auch gut sein. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis morgen Abend ab 10. Ruhige und gute Nacht. Ciao, tschüss. Schönen Sonntag. Bis dann.